Ich wurde gebeten. Ich muss dahin, um etwas zu machen. Zum Gesundheitscheck-up. Da greifen wir doch gleich die Chance und werden Bassana de Grappa machen, ein bisschen unsicher machen. Gucken, wie es halt da so aussieht. Portemonnaie ist eingepackt, Geld ist eingepackt. Frisch geduscht bin ich auch. Mit dem Outfit bin ich nicht zufrieden. Ich wollte eigentlich ein weißes T-Shirt anziehen, aber alle weißen Sachen sind leider schon in der Wäsche. Somit werde ich jetzt das gelbe T-Shirt rocken müssen. Ja, ich habe jetzt meine Sachen eingepackt, die ich mitnehmen wollte. Das hier, mein Handy, Ladekabel, die Batterien für die Kamera, für euch. Noch ein... So. Wo habe ich dich denn? Aha, ich habe noch eine extra Speicherkarte, sehr gut. Ja. Und Bonbons. Es ist echt spät, ich muss los. Weil die Fahrt ist fast eine Stunde. Deswegen, von uns aus... Mein Termin ist um 9:15 und es ist schon fast 8:15. Deswegen, hoti hoti. Wir sehen uns im Auto. Ich sitze jetzt im Auto und werde jetzt mein Handy anschließen und gucken, wo ich eigentlich hin muss. Oh, boah, ist das spät. Ich ziehe mal meine... Ist ein bisschen frisch heute Morgen im Verhältnis. Ach, wie viel Uhr haben wir eigentlich? Weil im Urlaub unsere Batterie ausgegangen ist. Kaputt gegangen ist. Nicht. Ausgegangen ist, so. Es ist die Uhr im Auto umgestellt. Es ist jetzt 10.40 Uhr. 10.41 Uhr. Und das ist einfach nicht richtig. So. Ich möchte. Es ist 8:15. Meine Güte, nach Stunden muss ich da sein. Google Maps. So, eingestellt ist. Ich werde jetzt nochmal Spotify anmachen und ein Hörspiel anmachen, weil es dauert einfach viel zu lange der Weg, 40 Minuten. Gästeliste Geisterbahn. Du, 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 du. Auf geht's, Leute. Ciao! Ich bin gerade aus dem Einkaufszentrum zurück. Ich habe mir endlich wieder eine Silent Maus gekauft und Kopfhörer, die wollte ich auswechseln. Und einmal von Trust, eine Silent Maus. Und von Sony, Kopfhörer, neue, für meinen Computer. Ich hoffe, die sind jetzt lang genug. Leider sind die hier angegeben, wie lang die sind. Ja, egal. Und ich war noch im HKM. Also im H&M. Ich habe noch ein weiteres T-Shirt gekauft, ein weißes. Weil das, die beiden, die ich habe, sind V-Ausschnitt. Und ich wollte mal eins mit einem normalen Ausschnitt. Ja. Und ich habe mir ein T-Shirt gekauft. Endlich mit, das habe ich schon längst lange im Kopf gehabt, mit dem italienischen Satz drauf. Buona serata. Ja, so wie sieht's. Hi. So, und ich habe jetzt spontan entschieden, ich möchte das hier anziehen. Und ich werde mich jetzt schnell hier nackig machen. So. Ja, passt perfekt. Auch heute zum Outfit, finde ich. Ich bin schwarz, weiß, silber. Passt ganz gut. Und ich finde das hier, dass es so 3D aufgedruckt ist. Ich glaube, es könnte mich nerven, dass es so nah am Hals ist, aber wir werden sehen. Und ich habe noch nach einer Alternative hierzu geguckt, nach einer Sonnenbrille. Aber nichts gefunden, leider. Die habe ich auch vor Jahren mal bei H&M gekauft, aber leider sind die Gläser langsam kaputt, zerkratzt und so weiter. Nach ständig ohne Hülle in der Tasche rumfliegerei. Das lasse ich hier hinten. Wir werden es jetzt aufmachen Richtung Innenstadt, denn... Da ich schon mal hier bin, will ich ein bisschen die Stadt erkunden. Ich habe ein bisschen Zeit, es ist erst 10:30. Also ab in die Innenstadt. Ich möchte gucken, wie die Innenstadt aussieht. Von Bassano del Grappa.
Wir haben jetzt einen kostenlosen Parkplatz gefunden in der Nähe der Innenstadt. Und ja, da werden wir jetzt mal zum Ponte Vecchio gehen. Ponte degli Alpini. Und werden da nochmal ein Käffchen trinken oder so. Ja, dann sehen wir uns da, würde ich sagen. So, ich werde jetzt wieder nach Hause fahren. Es war ein schöner kleiner Ausflug, hat mir sehr Spaß gemacht. Ich war jetzt nur an der gelben Brücke, an der Ponte und habe was getrunken, einen Snack gegessen und jetzt habe ich richtig Hunger. Ich bin so um 1:15, glaube ich, zu Hause und dann wird Reste gegessen von gestern Abend oder gestern Nachmittag. Ja, ich darf vor allem nicht vergessen, Wäsche aufzuhängen. Ich habe die weiße Wäsche eingespült, bevor es Richtung hierher ging. Boah, ist das ja heiß in dem Auto. Huch, kaum drin, schwitze ich wie verrückt. Ich möchte jetzt fahren und dann ein bisschen zu Hause chillen, bevor es dann heute Abend an die lange Nachtschicht geht. Nachtschicht. Von 6 bis 24 Uhr. Cool. Wir sehen uns zu Hause. Es ist jetzt, wie viel Uhr? 1:30 schon. Ich werde jetzt was essen. Die übrig gebliebene Pasta von gestern. Werde mir nochmal irgendwas auf YouTube reinziehen und dann setze ich mich hoch und werde nochmal 1-2 Stunden relaxen und zocken mit den neuen Utensilien, die ich vorhin gekauft habe. Die gute alte Silent Maus. Die Mäuse, die voll teuer sind, so zwischen 50 und 150 Euro. Die hatten alle so dieses mechanische Klicken. Ich hasse das, wenn das so laut ist. Silent Maus für 10 Euro. Ja, Spüle. Und das T-Shirt finde ich immer noch cool. Buona Serata. Jetzt wird gegessen. Cool. Rechner natürlich nicht vergessen. Aus. Sitzt jetzt auf einem Kaffeebecher to go. So, ich werde jetzt hier ein bisschen essen, ein bisschen das einstellen, die beiden Sachen tauschen und dabei ein paar Videos nebenher laufen lassen. Super gut. Ich freue mich darauf, dass das nicht mehr so frisch wie blöd. Es ist quasi 2, also bis 5 hätte ich Zeit zu chillen. Ich glaube, ich zocke gleich nochmal eine Runde, weil wie ich das Spiel aufnehme, das ist dann nur no commentary. Also brauche ich jetzt da nicht reden oder sonst was groß machen. Es ist einfach nur schön rumgespiele. So. Richtig cool. Hört ihr das? Ja, das ist der Punkt. Ihr hört nichts. Richtig fett. So, und jetzt einmal tauschen mit dem.
Wenn man das jetzt im Vergleich hat, alte Maus, neue Maus. Ja, richtig gut. Und dann nochmal die tauschen. Jetzt müssen wir nochmal einen Test machen mit Musik. Das ist so ein, macht so einen Unterschied. Oh, der Knopf, der Klickknopf ist so sanft. Als ob da unter der Taste noch so ein Gummi ist oder sowas. Wie eine Gummimatte. Das ist ja crisp. Das hört sich aber richtig gut an. Cool. Ausgetestet. Für gut befunden. Jetzt essen. Währenddessen nochmal was gucken. Und hier meinen Computerkram nochmal fertig machen. Oh, das ist echt cool. Irgendwas? Das ist ja nervig. Irgendwas schabbert. Der Knopf, der das an- und ausschaltet, die Maus, der ragt einen Hauch zu weit raus. Das ist ein Hauch. Und deswegen höre ich die Bewegung auf meiner Matte. Oh, ist das nervig. Puh. Gut. Ich muss gucken, wie sehr mich das nervt. Aber Leute, wir machen hier mal weiter. Wir sehen uns später. Guten Morgen. Ich habe vergessen, gestern Abend nochmal. Was heißt vergessen? Ich war einfach kaputt. Bin ich immer noch. Schon 11. Gott, ey. Ich habe gestern. Gestern Nacht um 12:30 nach Hause. Dann habe ich mich wieder der Mission Internet angeschlossen oder aufgegriffen und habe das fertig gemacht, den nächsten Schritt. Ja, und da habe ich irgendwie vergessen, das ganze Zeug aufzunehmen. Ich habe jetzt nur das Aftermath aufgenommen, um einfach dann noch festzustellen, ich habe dann das Abschlussvideo gar nicht aufgenommen für das gestrige Video vom Vlog. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart und mich auf den Tag begleitet habt. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Vielen Dank. Vergesst nicht zu liken, vergesst nicht die Glocke zu drücken. Und ein Abo wäre toll. Algorithmus activated. Okay, danke sehr. Viel Spaß noch bei den kommenden Videos, mit alten Videos. Bis zum nächsten Sonntag. Ciao.